Okay, wir müssen überleben, egal was dazu nötig ist, sagt der eine Geist und der nächste, bald wird diesen Halm Blut fließen. Diese Abaddon-Stadt ist zwar mit Rost übersät, doch Nieten und Bolzen sind meistens aber nicht gefertigt, doch genauso wie die andere Abaddon-Statue. Und hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Waffenmächterin Marun, als du dich der Tür näherst, wabert eine Welle Essenz durch die Luft. Die uralten Steine um dich herum knarzen und knacken und die Stimme einer Frau klingt aus der Halle wieder. Kein Schritt weiter, Mensch. Gewiss bist du eine dieser Händlerinnen und willst mit Soltun sprechen. Es folgt eine Pause, in der die sonnige Essenz der Frau sich wie eine Gewitterwolke auf der anderen Seite der Tür zusammenballt. Der gesamte Raum knarzt unter dem Druck ihrer Präsenz. Ich kann dir einen Rat geben, wenn du willst. Das ist nicht meine erste sprechende Tür. Our illustrious coin master may let you plunder our armory, but I've got other ideas for dealing with your lot. Unser illustrer Münzmeister gestattet dir vielleicht, unsere Waffenkammer zu plündern, aber ich gehe mit Pack wie euch anders um. Ihre Stimme ist scharf und laut wie das Knallen einer Tür. Als ihre Worte durch den Raum hallen, zuckt die Geister zusammen und blicken sich unruhig um. Turn and go, before I show you how an arms warden deals with trespassers. Kehre lieber um, ehe ich dir zeige, wie eine Waffenwächterin mit Eindringlingen umgeht. Was geht hier vor sich? Pargrun and quarrels are no business of yours, outsider. Die Streicherin der Pargrun sind nicht deine Angelegenheit. Ihr Ton ist so kalt wie die eisigen Hallen um dich herum. Wer bist du? I'm Maroon, proud Pargrun and arms warden of Durgan's Battery. And you're answering my questions now. Ich bin Maroon, stolze Pargrun und Waffenwächterin von Durgans Batterie und du wirst nun meine Fragen beantworten. Stein knarrt und bricht durch den Klang ihrer Stimme. Ich sehe mich nur um. Die Geister rühren sich, sie blicken sich zitternd um, ihre Augen weiten sich und leuchten, als sie an dir hängen bleiben. Als würden sie dich zum ersten Mal sehen. Fast ebenso schnell blicken sie wieder fort und scheinen dich wieder zu vergessen. Doch nun wirken sie wachsam, misstrauisch. Leave our halls. Go back to whatever land you hail from. Verlass unsere Hallen, geh zurück in das Land, aus dem du kamst. Ein Lufthauch seufzt unter der Tür hervor. Eure Hallen sind voller Leichen, ich muss wissen, wie ihr gestorben seid. You waste your breath on hollow threats. Du vergeudest deinen Atem mit leeren Drohungen. Es ertönt ein Zischen, ein Schaben und Klicken, wie auf der anderen Seite der Tür etwas einrastet. I'll have you carved by Durgan Steel, Wretch. Then we'll see what the other commandants have to say. Ich lasse dich durch Durgans Stahl zerschneiden, dann werden wir ja sehen, was die anderen Kommandanten zu sagen haben. Die Geister drehen ihre Köpfe und fixieren dich mit ihren Blicken, kreischend und heulend. Oh je. Duens. Hallo? Okay, das Fragment von Maroon. Perhaps rest is in order. Jetzt könnten wir theoretisch durch diese Tür gehen. Aber vorher will ich gucken, was hinter der anderen Tür ist. Good thing I sold most of my jewelry. Nochmal eine kleine Karte. Das wird er bereuen. Okay. Entfernen von Ausrüstung aus der Waffenkammer nur mit Genehmigung von Waffenwächterin Maroon oder Hauptmann Gregor. Durgan Eisenbarren und ja, Rastvorräte. Oh, da ist das Helmteil. Garrot. Wie schon zweimal zuvor verschwimmt deine Sicht und alles wird schwarz. Als du wieder etwas siehst, findest du dich auf deinen Knien wieder. Du hältst ein zertrümmertes Schwert in der Hand. Vor dir liegt ein zerbrochener, ramponierter Helm. Dein Helm. Du spürst Blut über eine Hälfte deines Gesichts herabrennen und du weißt ohne jeden Zweifel, dass du mit deinem linken Auge nie wieder wirst sehen können. In einem Kreis um dich herum stehen andere Krieger. Einige gehören zu deinem Stamm, die übrigens zu
einem Feindlichen. Sie beobachten schweigend den Kampf. Du wirst sterben, alter Mann. Dein Gegner ist arrogant, aber auch jung und stark. Hältst du ein Duell immer noch für eine gute Idee? Das tust du. Die Hungersnot im letzten Winter hat deinem Stamm schwer zugesetzt. Deine Krieger waren nicht in der Lage, einen Angriff eurer Feinde abzuwehren. Ein Duell war die einzige Hoffnung deines Stammes. Allerdings nur, wenn du nicht verlierst. Wieder bleibt die Welt stehen. Die Spur der Erinnerung wartet auf deine führende Hand. Sie mit dir in die Tiefe ziehen. Vorgeben, in Ohnmacht zu fallen. Du fällst zu Boden und greifst dabei unbemerkt nach einem der zerbrochenen Hörner deines Helms. Du liegst mit geschlossenen Augen regungslos da und lauscht auf die Schritte des Gegners. Du vertraust darauf, dass er arrogant genug ist, sich bis auf Schlagweite zu nähern. Erbärmlich, du hörst die Füße des anderen Kriegers in der Nähe deines Kopfes knirschen. Blitzschnell rammst du das Horn nach oben in den ungepanzerten Schritt deines Gegners. Er brüllt vor Schmerzen auf, aber du stichst wieder und wieder zu, bis er verstummt. Die feindlichen Krieger knurren und brüllen, als sie ihren Helden fallen sehen. Bald darauf aber verlassen sie friedlich dein Dorf, durch das Ergebnis des Duells gebunden. Ja, ich erinnere mich an alles. Meine Schwester, meine Herrschaft, das Ende. Oh, Garof blickt traurig überrascht auf seine eigene geisterhafte Gestalt, die langsam verblasst. Aber ich habe doch gerade erst gesehen. Es war zu kurz, um es zu verstehen. Leb wohl, Garot. Er seufzt. Das Rad hat offenbar keine Geduld. Ich vertraue meinen Helm deiner Obhut an. Du findest Garots Helm in deinen Händen heil und unversehrt. Leb wohl, meine Freundin. Du hast einen Gegenstand erhalten. Garots Refrain zum Inventar hinzugefügt. Garots Refrain abgeschlossen. Der Wachsamer hinzugefügt. Die Quest läuft in einem Tag ab. Der Wachsamer. In der südlichen ätherischen Provinz Makon verbrachte der Zauberer und Erfinder Gelef Jahrzehnte damit, Geräte zu erschaffen, die magische Effekte und Eigenschaften imitieren können. Seine Kollegen verachten Gelefs Arbeit, aber im Forschungsbereich fasziniert selbst die größten Schnösel, ein Gerät, das ganze magische Objekte replizieren konnte. Der Schlüssel zu Gelefs Forschung war eine verzauberte Gussform. Als Gelefs an Altersschwäche starb, wurde seine abgeschiedene gelegene Werkstatt von Barbaren aus dem Süden geplündert, die seit Jahren in der Provinz ihr Unwesen treiben. Sein gesamtes Lebenswerk galt als verloren. Vor kurzem begann ein anonymer Gönner im östlichen Abschnitt, Helfer für die Wiederbeschaffung einiger von Gelefs Forschungsnotizen zu suchen. Wie er an Hinweise über deren Verbleib geraten sein mag, ist nicht bekannt. Das machen Sagani, unsere Fährtensucherin. Und was kann der Helm? Macht und Vergeltung. Ja, aber ich werde kaum damit mehr Macht kriegen. Sieht scheiße aus. Ich kriege allgemein nur durch den Gürtel gerade Macht. Okay. Dann behalte ich mal den Helm. Dann brauche ich auch mal andere Handschuhe, definitiv. Sie hat schon Macht plus 2. Wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas? Also ja, ich könnte ihm den Helm geben. Okay, und Gavinos Resonanzverstärker kann ich auch mal wegpacken. Müsste den Leuten mal beim nächsten Stadtbesuch Zeug reinpacken. Oh. Schwache Zauberbindung niederstrecken. There you go. Und ein Stufenaufstieg für Durrens jetzt noch. Der ist als letzter dran gewesen. Punkte bringen nicht viel. Zauberbeherrschung.
Triumph des Kreuzfahrers vielleicht? Gewähr Verbündeten die Inbrunst des rechtschaffenen Kampf. Nee, nicht unbedingt. Scheinendes Leuchtfeuer. Erzeugt ein intensives Leuchtfeuer, durch das feine Wirkungsbereich einen Malus auf Verteidigung erhalten und mit der Zeit Brandschaden erleiden. Ja, eigentlich ist das scheinende Leuchtfeuer am besten. Oh, und neue Fähigkeiten. Der Priester beschwört einen Lichtschalter, der verbündete Heiden und Feinde verbrennt. Hand von Wohl und Weh, ja. Das ist ein netter Zauber. Oh. Ein netter mittlerer Schild. Und eine gute Streitaxt. Also mein großer Schild hat viel mehr Abwehr, aber viel weniger Genauigkeit. Tut erlittene Treffer in leichte Treffer umwandeln und das war's. Und ist hervorragend, hat nochmal 12 Schildabwehr mehr. Also wenn ich das Ding wegnehme... Abwehr ist das hier. 34 durch das Ding. Achso, stimmt ja. Ich krieg ja noch einen Bonus durch Schilde. Müsste ich. Ich hab ja irgendwo... Einhandstil? Nein. Ah, hier, Waffe und Schild. Schildabwehr nochmal plus 6. Genau, Schildabwehr nochmal plus 6. Also 16 plus 6 sind 22, 34, ja. Aber jetzt nochmal das Schild hier rausholen. Also ja, ich würde 4 Schildabwehr verlieren gerade. Ich müsste es noch verzaubern. Für hervorragend fehlt mir ein bisschen was. Gewährt Talent Hieb der 1000 Schleier. Also ja, eigentlich ist das Schild dann eher was für Idee. I'm here. Gut. Hier sind wir jetzt fertig soweit. Ich würde fast rasten, aber das wäre gerade Verschwendung, ehrlich gesagt, nur weil ich leichte Erschöpfung habe. Nice and quiet. There. Gehen wir lieber auf die nächste Ebene. Hat sich was im Questlog getan? Nein. Also ja, doch, es hat sich was im Questlog getan. Ich habe die Quest mit dem Helm abgeschlossen. So, jetzt können wir... Ah, Tagebuch aktualisiert. Ich habe ein Stockwerk gefunden, das früher einmal im Zentrum für den Erzabbau gewesen sein muss. Genau wie der Rest von Dürgans Batterie ist es offenbar verlassen. Ich muss also weitersuchen. Und ja,
Einer ist entwischt. Ach, das war die Teufelin von Karok, aber... Ja, stimmt. Die Buße des Fischers. Gavino war hoch erfreut, als er hörte, dass Grinde Schwafer aus der Stadt geflohen ist. Er hat mich entsprechend belohnt. Mhm. Und Gardos Refrain. Ich habe einen Teil von Gardos Helm gefunden und dem Helm wieder zusammengefügt. Mhm, jupp.